Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Xaug. Und zwar heute wieder was Kleines zum Auspacken. Ich spreche es einfach nicht aus. Von Corsair, ein Gaming-Headset und zwar kabellos. Ich hatte die letzten Male, wo ich Let's Plays gemacht hatte, mit dem Lenkrad zusammen und dem Headset zusammen ein Problem gehabt, dass ich immer mit dem Kabel irgendwie im Lenkrad hängen geblieben bin. Das war richtig nervig. Erstens hat es Geräusche gemacht, zweitens ist es nicht so schön für das Kabel und zweitens, ja, es ist einfach nervig. Deswegen ein kabelloses Headset. Und was noch hinzukommt, mein altes Headset ist eh hinübergegangen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage und Wochen das Headset von der Xiaomi benutzt. Umso mehr freue ich mich, jetzt endlich wieder ein eigenes zu haben und dazu noch ein so gutes Headset, also wirklich von Corsair. Und das ist wirklich mega krass. Und es hat auch Dolby Surround, da bin ich mega gespannt. Und der Akku soll 16 Stunden lang halten, das ist auch krass, also da bin ich mega gespannt. Andere vergleichliche Modelle, die hatten, also die ich gesehen habe, nicht so viel Laufzeit. Und das ist natürlich für mich jetzt nicht unessentiell, denn ich brauche manchmal etwas länger zum Zocken und habe manchmal auch Aufnahmetage, wo ich wirklich 8 Stunden am Stück aufnehme. Und da ist das natürlich blöd, wenn da mittendrin irgendwie dann plötzlich der Akku leer ist und ich dann nicht weiter aufnehmen kann. Man kann es zwar per Kabel noch anschließen, aber trotzdem wäre es schön, wenn es einfach komplett ohne Kabel durchhält. So, packen wir es mal aus. Also die Packung ist schon mal ziemlich hübsch, finde ich. Gefällt mir gut. Und noch mehr Absicherung. So, warte mal. Das machen wir jetzt mal hier. Nee, das ist eine Feile, das ist ein Messer. So. Also es war wirklich noch nicht geöffnet. Oh, schönes Teil. Schönes Teil. Oh, es hängt irgendwo. Warte mal. Wo hängst du? Hängst du? Ah, das geht mit dem gelben Ding zusammen raus. Ah, okay. So, was haben wir hier? Ladekabel, würde ich sagen. Ein Pop-Up-Filter. Das Kabel, also das Wireless-USB-Stick fürs Headset dann. Eine fette Anleitung. Braucht man nicht lesen, weil ein Headset, wer nicht weiß, wie ein Headset funktioniert oder wie man es anschließt, der sollte vielleicht dann jeden Techniker kommen lassen. So, okay, wir haben hier. Allein das Ding ist ja schon Programm. Wie das aussieht, voll cool. Mega nice. Sieht irgendwie cool aus. Aber faszinierend, ich kenne USB-Sticks, die sind kleiner. So, okay, was haben wir hier? Das wunderschöne Kabel zum Aufladen. Das ist ja auch cool. Das Kabel sieht ja auch schon geil aus. Krass. Schön. Sieht optisch echt schön aus. Also wirklich nice. So, dann haben wir das wunderschöne, das Wichtigste. Gut. Ohne Wireless-USB-Stick und ohne Ladekabel ist das Ganze witzlos, aber nichtsdestotrotz ist das hier. Boah, das ist schon echt geil. Also ich hatte noch nie so ein gutes Headset, muss ich zugeben. Das letzte Headset, das ich jetzt hatte, das hat, was hat das gekostet? 50 Euro oder sowas. Also das ist jetzt schon hier wirklich, wirklich ultra. Boah, das ist sogar, hier, das ist sogar aus Metall. Wahnsinn. Metall. Krass. Dass man sowas nur erleben darf. So, was haben wir hier? Achso, so eine Folie wahrscheinlich. Wie man sagen kann, das hat schon jemand mal aufgehabt. So. Boah. Aber schwer ist es. Schon schwer. Passiert nur nichts. Es kann gut sein, dass der leer ist. Meistens sind die dann nicht vorgeladen oder sowas. Aber das probieren wir gleich aus. Ich werde jetzt mal ganz kurz unter den Teppich krabbeln und das Ding einchecken. So, da muss ich schon mal so viel dazu sagen. Der USB-Stecker ist ziemlich fett, der braucht viel Platz. Also wenn man da sehr eng liegende USB-Steckplätze hat,
dann ist das ein bisschen problematisch, habe ich jetzt gerade gemerkt. Aber es geht. Aber sollte man vielleicht bedenken. So, jetzt versuche ich das Ding nochmal zu starten. Ah, da geht was. Schauen wir mal. Ich setze das jetzt einfach mal auf. Hallo! So. Ein bisschen dämmt. Okay, es dämmt ganz schön. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so viel dämmt. Aber es ist bequem. Also, es ist wirklich sehr bequem. Es fühlt sich sehr leicht an und vor allem befreiend, weil ich kein Kabel mehr habe, das irgendwo rumliegt oder stört oder sonst irgendwas. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. So, ah, ich krieg sogar hier angezeigt 26% Akku. Wow, der Sound ist da. Sehr gut. Okay, ich teste das jetzt einfach mal mit einem Video von mir. So, schauen wir mal. Es ist echt sehr leicht. Also, das hätte ich nicht gedacht, obwohl ich es jetzt so in der Hand gehalten hatte. Hatte ich gedacht, ziemlich schwer. Also, ich könnte es fast vergessen, dass ich es aufhabe. Also, wirklich richtig krass. Also, wirklich. Wirklich sensationell. Sehr angenehm, auf jeden Fall. Also ich freue mich schon damit vor allem zu zocken, weil Musik und so ist ja jetzt nicht unbedingt das Produkt, was dieses Headset hier ansprechen soll. Aber vor allem dann, wenn ich damit zocke, bin ich gespannt, wie der Surround vor allem sein soll. Also er soll ja sehr, sehr, sehr krass sein bei dem Kopfhörern hier. Und darauf bin ich mega, mega gespannt. Ja, endlich habe ich ein kabelloses Headset. Hatte ich noch nie. Also das ist schon schön. Da freue ich mich schon mega drauf. Ja, da will jemand auch probieren. Da probieren Hast du was gesagt? Ich höre dich nicht. Doch, ich höre dich schon, aber oh, es ist Ist schon komisch. krass gedämpft, gell? Würde man jetzt gar nicht denken. Irgendwas hat düt gemacht. Wahrscheinlich, weil du das Mikrofon so ausmachst. Ah. Schon, oder? Hast du gesehen, dass es leuchtet? Ja, man kann, es kann über 20 Millionen verschiedene Farben darstellen. 20 Millionen! Ja, irgendwie Ich will sowas. Türkis. Aha. Aber was sagst du? Fast ein bisschen zu locker für mich, Ja, du aber musst halt enger stellen. es drückt nicht auf die Ohren. Es ist Oder mega hast du schon auf ihn gestellt? bequem. Ja, Ah. enger geht nicht. Mein Ja, Kopf ist so klein. dann winzig Kopfi. Schau locker, Ja. aber schon bequem, weil es Ja. halt überhaupt nicht auf die Ohren Du drückt. merkst es auch echt gar Es nicht. ist Ist auch nicht so relativ schwer. leicht. Ja, Ja. ich höre nichts mehr. Und Schon cool. man könnte es echt vor allem beim Zocken dann und so fast vergessen, dass man es auf hat, ganz ehrlich. Ja. Ist schon sehr So, bequem. tschüss. Aha. Testen wir das mal. Ich hoffe, dass der Akku von der Kamera jetzt so lang hält. Boah, der Bildstabilisator von der Kamera ist echt krass. Jetzt ist es weg, oder? Ich glaube, ich höre nichts mehr. Hast du Ah, nicht okay. gesagt 120 Meter? Vielleicht waren es auch 12 Meter. Jetzt höre ich was. Aha, also bis dahin. Hier nicht mehr. Ah. Okay. Ja, faszinierend. Also das ist schon faszinierend. Okay, da wissen wir mal, wie weit das reicht. Ne? Wo bist du? Das ist ja lustig. Kannst du beim Kochen Musik hören? Ja, genau. Oder meine Let's Plays. Ah, 12 Meter Reichweite. Boah. 83. So, und jetzt das andere, das alte. Mit Kabel oder ohne Kabel? Gib mir mal eine Schere. Ohne. Boah, schon krass, gell? Ja, das bedeutet, dass meins um die Hälfte leichter ist. Ja, aber dafür kein Kabel. Man muss halt Abstriche machen. Wow, ich liebe Technik. Ist einfach so. Es gibt nichts Geileres, als neue Technik zu haben. Oder zu kaufen. Der Fortschritt der Technik ist halt einfach auch sensationell. Also, wenn man sich das so anschaut, wie schnell sich Dinge entwickeln, das ist einfach Wahnsinn. Das ist so krass. Ich habe überlegt, dass Computer erst seit 30 Jahren ungefähr gibt. Und man hier schon mit einem kabellosen Kopfhörer hier rumrennen kann. So, ja, liebe Leute, vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt einfach ein Like da lassen. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das Headset findet, ob euch das so optisch gefällt oder sagt ihr, kabellose Headsets finde ich scheiße. Würde mich mal interessieren. Ich finde es echt geil. Ich glaube, ich werde nie wieder was anderes haben wollen. Schreib mir doch nicht so jetzt. Oh!
So, genau. Ja, liebe Leute, Stand der Dinge, das war heute ein sehr interessanter Tag. Viel Geld ausgegeben für schöne Sachen. Muss auch mal sein. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss.